Wir schauen jetzt weiter und kommen zur Leichtathletik. Nicht mal 2 Monaten wird nämlich das Feuer in Paris wieder entfacht. Und auch wir Deutschen, haben eine große Hoffnung, das sind die Stabhochspringer. Und am ganzen vergangenen Wochenende durften die sich mal ausprobieren bei einem von Europas größten Festivals, dem Touch the Clouds. Touch the Clouds heißt das 2007 ins Leben gerufene Stabhochsprungfestival in Krefelfing. Der Name ist Programm. Die Stabhochsprung-Community der Gemeinde orientiert sich nämlich ganz nach oben. Und auch dem Wetter konnte getrotzt werden. Die Veranstaltung zog kurzerhand in die Halle. Immerhin waren zahlreiche Top-Athleten gemeldet. Neben der deutschen Hallenmeisterin Anjuli Knesche und den Lokalmatadoren vom TSV Krefelfing, Marek Metzger und Felix Wolter, ging auch internationale Prominenz an den Start. Ganz oben landeten am Ende andere. Im Topfeld der Männer siegte Dominik Alberto aus Zürich mit einer Höhe von 5,57 Meter. Bei den Frauen ging der erste Platz an die Neuseeländerin Olivia McTaggart mit einem Sprung von 4,60 Meter. Über die Jahre präsentiert sich das Festival gerne neu, mal klein und fein, mal mit 3 Tagen Festivalstimmung. So hoch wie dieses Jahr ging es noch nie hinaus. Fast 250 Sportlerinnen und Sportler, darunter auch viele Nachwuchsathleten, sind an den Start gegangen. Zum ersten Mal wurden Weltranglistenpunkte vergeben. Ein Turnier, das sich sehen lassen kann, kurz vor dem ersten großen Höhepunkt der Freiluftsaison, der Europameisterschaft in Rom. Und bei mir im Studio ist jetzt der Organisator des Touch the Clouds Stabhochsprungfestival, Matthias Schimmelpfennig. Servus, schön, dass du es geschafft hast. Ja, hallo, danke, dass ich hier sein darf. Du, jetzt so im Nachhinein, nachdem es ja doch kein einfaches Wochenende war, bist du ein bisschen erleichtert, dass du es jetzt hinter dir hast? Ja, sehr erleichtert, so ganz hinter mir noch nicht, aber ja, das Event ist erstmal so das, was man jetzt bewerkstelligt hat. Jetzt kommen noch so die ganzen Nachwehen, alles aufräumen, Abrechnungen machen und so, aber ja, das nach diesem Wochenende mit dieser Regenmenge, dass alles so geklappt hat, das ist wirklich toll. Deswegen bin ich sehr stolz auf unser Team. Was musst du jetzt im Nachhinein noch? Jetzt geht es quasi um letzte Zeiten, die du durchgeben musst für die Wertigkeit? Oder worum genau dreht sich das dann jetzt noch? Ja, durch diese Spontanität, die wir da am Donnerstag an den Tag gelegt haben, das Event von Outdoor nach Indoor zu verlegen in eine Anlage, die es so eigentlich gar nicht gibt, müssen wir jetzt noch mit den Verbänden alles abklären, dass das auch regelkonform war, was wir da in der Halle gemacht haben. Und dann muss man natürlich dank der Regenmengen, die da runtergekommen sind, alles noch mal ins Trockene bringen und abtrocknen lassen und dann die ganzen Abrechnungen eben machen. Das ist schon bei der Größe des Events jetzt nicht einfach nur mal in 2 Stunden gemacht. Du sagst es, durch diese ganze Spontanität, wie gesagt, es war ja anfangs nicht klar, ob das Festival überhaupt so stattfinden kann. Bist du dann doch jetzt zufrieden mit der Ausrichtung, die es gab? Ihr konntet jetzt dann zwischenzeitlich sogar rausgehen, das Wetter nutzen. Es gab einen gewissen Slot, da habt ihr es geschafft. Also insgesamt dann doch mit einem Lächeln? Ja, absolut. Also wir haben ist einfach irgendwie perfekt erwischt dann am Ende doch. Die Spontanität der Athleten, der Helfer, dass das klappen konnte, am Freitag und Samstag in der Halle zu sein. Und dass wir dann aber auch noch belohnt wurden, gestern mit den Top-Athleten draußen auf unserer Hauptanlage springen zu dürfen. Also am Ende perfekt, auch wenn wir zwischendurch dachten, völlige Krise, Katastrophe. Aber im Nachhinein jetzt rückblickend betrachtet, wirklich ein super Wochenende. Vor allem in der Größenordnung. Es waren, glaube ich, knapp 230 Athletinnen und Athleten, aus, genau, ja, von Anfängern, Nachwuchssportlern bis zu wirklichen Profis. Wie kommt es zustande, dass, ja, ich sage jetzt mal, doch eine vergleichsweise eher Nischensportart dann so viele Personen anzieht und vor allem, glaube ich, sogar aus 14 Nationen? Einfach, weil man viel Engagement bei uns im Team hat, die Leute sich für den Sport einsetzen und dieses familiäre Umfeld, was wir geschaffen haben über die Jahre in der Szene, sich rumgesprochen hat, die Leute das anerkennen, schätzen, auch die Top-Athleten eben, dass es eben nicht so anonym ist wie vielleicht bei anderen Veranstaltungen. Und ja, so hat sich das mit der Zeit zu dem Event entwickelt, das es jetzt ist. Und wir sind froh, dass wir es nach wie vor so machen können, dass wir vom Nachwuchs bis zum Profi wirklich jedem eine Plattform bieten können. Aber in der Größenordnung, ist es vergleichbar, gibt es das sonst nicht wirklich in Deutschland, richtig? Also in Deutschland auf alle Fälle nicht, da kenne ich kein Event. In Europa bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich würde schon die Hand relativ weit ins Feuer legen, zu sagen, dass wir Europas größtes Event im Stabhochsprung sind mittlerweile. Was macht da bei dem Event jetzt an sich diesen Mix aus ja, Anfängern, Nachwuchsspringern und den Profis aus? Weil hat ja wirklich ja, jeder die Möglichkeit, vorbeizukommen, in verschiedene Höhen eingeteilt zu werden und dann da zu springen, richtig?
Genau, also wir wollen wirklich jedem vom Anfänger, die niedrigste Anfangshöhe zum Beispiel war 1,60 Meter, bis hin zu den Top-Leuten die Plattform bieten, weil wir einfach der Meinung sind, dass um Top-Leistungen am Ende sehen zu können im Fernsehen, um Leute nach Paris zum Beispiel schicken zu können, braucht es eben die Förderung des Nachwuchs. Und das ist eigentlich unsere DNA. Das ist das, wofür der TSV steht. Das ist das, wofür der Bayerische Leichtathletikverband sich einsetzt. Und es ist das, wofür sich das Touch the Clouds-Team einsetzt, den Nachwuchs eben eine Plattform zu bieten und sie zu motivieren, sich dem Stabhochsprung zu verschreiben und dann vielleicht doch den ein oder anderen mal rauszubringen, der dann sagen kann, wenn er die Goldmedaille mal umgehängt bekommt, zu sagen, ja, und ich habe damals bei Touch the Clouds angefangen, meinen ersten Wettkampf zu machen. Das ist ja, oder besser gesagt, der Sport an sich, den zu betreiben, ja auch nicht ganz so einfach, eben weil es an viele Besonderheiten verknüpft ist. Da ist ja der TSV Gräfelfing schon so ein ziemliches Zentrum, sage ich jetzt mal, in fast ganz Süddeutschland, oder? Ja, wir haben über die Jahre dort mit viel Engagement von allen Partnern das geschafft, ein wirkliches Stabhochsprungzentrum zu etablieren. Dazu gehört eben für die Leute, die es nicht wissen, eben nicht nur, dass man Trainerpersonal hat, dass man Zeiten bekommt auf den Sportplätzen und in den Hallen, sondern auch das ganze Equipment mit Stäben, mit Anlagen, die Matten, die Ständer, die dazu gehören, auf denen dann die Latten aufliegen. Das ist alles materialintensiv. Ich sage immer, wir sind letztendlich in der Leichtathletik so ein bisschen die Formel 1, weil es eben nicht nur um den einzelnen Athleten geht und seine Performance, sondern eben auch noch das Material dazu kommt. Und dadurch braucht man schon relativ viel Geduld, Zeit, Muße und natürlich das nötige Kleingeld auch, was man über die Jahre gesammelt haben, um so ein Zentrum aufbauen zu können. Du sagst, es sind alles ganz schöne Kosten. Um jetzt so ein Event in der Größe, auch mit der Prominenz an Springern veranstalten zu können, was ist da so eine Größenordnung an Zahlen? Kannst du da... Ja, doch, also klar kann ich da was zu sagen. Wir waren jetzt im mittleren fünfstelligen Bereich. Das ist für uns allerdings auch eine neue Hausnummer. Das hatten wir so in der Größe noch nicht. Also das Budget hat sich um den Faktor 3 fast vergrößert. Aber ja, das muss man schon in die Hand nehmen, um wirklich allen gerecht werden zu können, auf allen Ebenen, angefangen von den Helfern über das ganze Thema Event Presentation mit Medaillen, mit Siegerehrungen, mit Präsentationen über einen großen Screen, den wir da hatten. Das muss ja alles bespielt werden, da braucht man Personal, die Homepage zu kreieren, die Leute immer up-to-date zu halten, Instagram-Kanal zu befeuern, dann die ganzen Ausschreibungen so aktuell zu halten, wie es eben geht, das Wettkampfbüro, die Kampfrichter mit den ganzen Utensilien, die sie benötigen. Also das ist schon kostenintensiv mittlerweile für uns. Dazu kommen ja auch die ganzen Springer von außerhalb. Aber was ist da gleichzeitig noch die Motivation hinzukommen? Welche Wertigkeit hat jetzt beispielsweise, wenn du gemeint hast, es ist in dieser Form, in dieser Größe in Deutschland eigentlich einzigartig? Sind es dann, oder wie ist die Wertigkeit für die einzelnen Springer? Sind es die Weltranglistenpunkte? Spielen die da eher eine kleine Rolle? Also man muss jetzt natürlich ein bisschen unterscheiden. Wir sind eben das Event für alle, für jedes Niveau. Und für die Wertigkeit, wenn man jetzt absolut den Top-Bereich nimmt, gibt es höherwertige Veranstaltungen, die jetzt zum Beispiel das ISTAF in Berlin oder auch die Classics in Leverkusen, die aber dann eben nur einen kleinen Teil abdecken können, die sich eben speziell auf den Profibereich konzentrieren. Und dadurch, dass wir aber dieses Jahr Challenger-Meeting geworden sind, ist es schon von der Wertigkeit mehr als die Jahre davor. Dadurch haben wir Weltranglistenpunkte vergeben können, vom Niveau her deutlich mehr als die normalen Weltranglisten-Meetings, die jetzt 15 Punkte zum Beispiel für den Sieg bringen. Bei uns gab es jetzt 40, sind aber immer noch ein gutes Stück weit weg. Olympische Spiele in Paris, da bekommt der Sieger, nageln Sie mich jetzt nicht fest, ich glaube 320 oder 340 Punkte. Das ist also noch mal eine ganz andere Hausnummer. Und dazwischen gibt es noch viele, viele Meetings, die auch in Deutschland stattfinden, wo wir jetzt noch nicht konkurrieren mit können. Ist jetzt auch nicht primär unsere Antriebsfeder. Wie gesagt, wir haben uns dem Nachwuchs verschrieben mit dem schönen Nebeneffekt mittlerweile, dass wir jetzt auch den Profis die Plattform bieten können. Zu guter Letzt ganz kurz noch. Jetzt quasi mit dem Ausgang, mit dem Abbau, danach geht es dann erstmal eine wohlverdiente Pause nach den vielen anstrengenden letzten Tagen? Nein, leider nicht. Wir sind mitten in der Saison und die Wettkämpfe warten. Und es geht jetzt für mich Ende der Woche nach Rom für unseren Zehnkämpfer Felix Wolter, den ich begleiten werde, zusammen mit seinem Trainer Günther Meyer.
den haben wir am Montag und Dienstag. Sehen wir ihn hoffentlich erfolgreich performen dort. Und dann geht es danach weiter für meine ganzen Stabhochspringer zu den ganzen Meisterschaften, die dort anstehen. Also Urlaub gibt es erst im August. Ja, dann bis dahin gut durchhalten. Dankeschön.